und ich flieg, flieg, flieg wie ein Flieger, bin so stark, stark, stark wie ein Tiger und so groß, groß, groß wie eine Giraffe, so hoch. Oh, oh, oh. Und ich spring, spring, spring immer wieder. Spielen, lachen, lustig sein und einfach gemeinsam Zeit verbringen. Das Jungschaufest der Pfarre Voitsberg ist seit vielen Jahren nicht nur ein Fixpunkt im Veranstaltungskalender der Pfarre, sondern vor allem auch ein Riesenhighlight für die zahlreichen Kinder, die Jahr für Jahr nach Voitsberg in den Schlosspark Reiseneck kommen, um Spaß zu haben. Es ist der Höhepunkt zum Start in das Arbeitsjahr oder in das Schuljahr, wenn man so sagen kann, noch einmal Ausklang des Sommers, wo es einfach noch einmal lustig ist, draußen zu sein, herumzutollen. Welche Spiele gibt es im heurigen Jahr? Da muss ich direkt einmal rundherum schauen, was so das Programm ist. Wir haben wieder das Langusbacken, es gibt da hinten das Nagelklopfen, es gibt Bandelknüpfen, es gibt Stelzengehen, es gibt Kegelumschießen, es gibt noch vieles da rundherum. Langweilig wird es nicht und heute auch ganz überraschend, der Herr Fasten ist gekommen mit den Go-Karts, ist da, hat gesagt, er hat es in der Zeitung gelesen, ich komme, damit die Kinder da Freude haben können. Da hinten sehe ich noch die Altkainacher Ritterschaft, die auch da ist. Es ist einfach bunt und es ist schön. Schön war aber auch der Zusammenhalt, der beim Jungschaufest in Voitsberg zu erkennen war. Denn wie heißt es so schön? Gemeinsam statt einsam. Miteinander sind wir Kirche, miteinander, das bedeutet, dass viele Erwachsene, 10 Erwachsene ungefähr sind da, und was mich heuer ganz besonders freut, ist, dass 10, 15 Jugendliche gesagt haben, wir helfen da mit, wir wissen, früher war es für uns lustig, heute machen wir mit, damit auch andere wieder Freude haben können. Und Freude hatten die Kinder wahrlich. Das bewiesen vor allem ihre lachenden Gesichter und strahlenden Augen. Die Jungschar ist aber nicht nur beim Spielefest aktiv, sondern das ganze Jahr über. Und jeder ist herzlich willkommen. Zunächst einmal darf jedes Kind kommen, das gerne mit anderen zusammen ist, miteinander spielen, basteln, herumtollen, feiern, manchmal miteinander traurig sein, miteinander das Leben gestalten. Das ist so das Ziel, miteinander gestalten im Sinne, im Geiste Jesu würde ich sagen, wo wir versuchen, gut zueinander sein, damit das Leben in Freude und Fülle sein kann. Und jeder, der möchte, ist herzlich willkommen. Die Treffen der Jungschar finden 14-tägig im Pfarrhof der Pfarre Voitsberg statt, also einfach vorbeischauen. Heute ist so ein schöner Tag.